Der Ständerat hat immer noch seine Berechtigung als Kammer der Kantone, als Korrektive sozusagen auch gegenüber dem Nationalrat. Und das Zweikammersystem, wie wir es in der Schweiz haben, ist einzigartig, weil der Ständerat ja auch über einen gleichberechtigten Zugang, gleichberechtigte Abstimmungen und so weiter verfügt. Ich schätze das und ich glaube, die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen schätzen das auch, dass wir eben eine gewisse Ordnung haben, auch im Saal, dass eigentlich Spielregeln gelten. Es ist ja auch eine Kammer des Dialogs und des gegenseitigen Zuhörens. Und das wird eben damit auch noch unterstrichen, dass wir halt gewisse Regeln haben, also beispielsweise nicht ständig am Laptop arbeiten, während eben andere sprechen. Und wir haben auch die größere Ruhe in diesem Saal und es findet tatsächlich noch ein Austausch und eine Debatte statt. Also ich finde das eigenartig, gerade in der heutigen Zeit, wo man einerseits die Debatten im Internet verfolgen kann, andererseits wird ja Bericht erstattet, breit in den Medien, in den sozialen Medien und ich glaube, dass jedes Mitglied des Ständerates auch jederzeit bereit ist, über seine Haltung zu einem Geschäft oder seine politische Einstellung, sein Abstimmungsverhalten Auskunft zu geben. Ja, einen schwierigsten Moment sehe ich nicht. Es gab natürlich immer wieder einmal Abstimmungen oder auch Geschäfte, wo man vielleicht enttäuscht ist. Ich war damals, ich muss es ehrlich sagen, auch eine Gegnerin der elektronischen Abstimmung, weil ich einfach fand, dass dieses Tagsatzungselement, das eben im Ständerat noch enthalten ist, dass das weggeht, dass man alle Traditionen wegwischt und auch sich dem Nationalrat annähert. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit, das muss ich auch sagen, sehr versöhnt mit dieser Abstimmungsanlage. Ach, es gibt immer wieder spontane Voten von Kolleginnen und Kollegen, weil wir ja vom Platz aus sprechen dürfen. Es dürfen alle reden, man spricht oft auch frei. Und da gibt es immer wieder einmal das eine oder andere Bonmot oder vielleicht auch einmal einen Versprecher. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass der Ständerat insgesamt diskreter arbeitet, dass vielleicht auch die Mitglieder des Ständerates weniger in den Medien sind. Es ist halt so, im Nationalrat ist es für die Mitglieder auch relativ schwierig, zur Geltung zu kommen. Sie haben klare Regeln, ob sie sprechen dürfen, wann sie sprechen dürfen. Es sind 200 und das heißt also, dass man dort vielleicht etwas schriller manchmal auftreten muss, um in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen zu werden. Das ist im Ständerat nicht so. Wenn jeder sprechen darf, dann kann er sich auch ausdrücken, er kann auch seine Meinung zur Geltung bringen und deshalb vielleicht ist das etwas weniger interessant hier. Es ist auch viel sachlicher. Wer hier zu schrill auftritt, kommt in der Regel nicht gut an. Man vergisst, dass die Ständeratspräsidentinnen und Präsidenten weiter in den Kommissionen arbeiten. Und diese Arbeit lasse ich mir selbstverständlich nicht nehmen. Und in der Kommission, das heißt also nicht in der Öffentlichkeit, kann man nach wie vor Stellung nehmen. Ich werde mich insbesondere natürlich bei Abstimmungen zurückhalten. Aber bei der Gestaltung der Ratsarbeit in den Kommissionen bin ich nach wie vor ein gleichberechtigtes Mitglied und ich darf auch den Stichentscheid geben und das ist ja auch ziemlich politisch, weil Stichentscheide gibt es nur in umstrittenen Geschäften. Als ich damals vom damaligen Gruppenchef Felix Gutzwiller angefragt wurde, habe ich gezögert. Und dann habe ich mir einmal die Liste der Frauen angeschaut, die den Ständerat präsidiert haben und ich habe festgestellt, es sind nur 3 Frauen. Und dann habe ich mir das Gemälde angeschaut im Ständeratssaal, das ja eine Landsgemeinde in Nidwalden zeigt und das eben sehr stark zeigt, dass die Frauen nur außerhalb des Rings tätig sind und ich finde, die Frauen gehören in den Ring. Und deshalb habe ich gedacht, wenn ich schon gefragt werde, als Frau muss ich diese Verantwortung auch übernehmen.